Bei Betrachtung der Diodenleichtrichterschaltung mit kapazitiver Entlädung ist uns aufgefallen, dass wir im Prinzip einen nicht sinusförmigen Eingangsstrom kriegen, sondern stark impulsförmigen Strom. Und das führt zu einigen Problemen, über die wir uns unterhalten wollen. Und die Lösung dieser Probleme wird als sogenannte Leistungsfaktorkorrektur bezeichnet. Das heißt, Ausgangspunkt ist das Problem, wir haben einen Diodengleichrichter mit einer kapazitiven Glättung, das heißt zum Ausgangskondensator dran. Wenn wir das jetzt nochmal betrachten, zum Beispiel die B2-Schaltung, diese klassische Brückenschaltung am einphasigen Netz, dann hatten wir hier die Schaltung aus den vier Dioden und parallel zur Last diesen Ausgangskondensator drin. Und wenn wir dort jetzt die Netzspannung und den Netzstrom betrachten, dann ist es so, wir kriegen hier eine Netzspannung sinusförmig, haben uns ja auf sinusförmige Vorgänge hier drin beschränkt, und dann hatten wir gesagt, es tritt hier ein Netzstrom auf, das nur kurz in der Nähe des Scheitelwertes der Netzspannung kurz ein impulsförmiger Strom fließt. Das heißt, hier positiv und hier negativ fließen kurz diese Ströme, und das verursacht jetzt mehrere ungewollte Dinge in den Netzen bzw. für benachbarte Verbraucher. Das Problem ist, wir haben hier diesen impulsförmigen Stromverlauf und das resultiert in Oberschwingung. Das heißt, tatsächlich, wenn wir diesen Stromverlauf betrachten, könnten wir hier irgendwo eine Grundschwingung machen im Sinne der Fourier-Analyse, und nur dieser Grundschwingungsanteil würde jetzt hier zur Leistungsabgabe der sinusförmigen Eingangsspannungsquelle beitragen. Die Oberschwingungsanteile, der Verzerrungsanteil würde jetzt nicht zur Leistungsabgabe beitragen. Das heißt, durch diese Oberschwingung haben wir im Prinzip einen Leistungsfaktor, der kleiner als 1 ist und damit erhöhte Verluste im Netz. Bedeutet, es fließt ein größerer Effektivwert des Stromes in der Netzzuleitung als der fließen müsste, an einer ohmschen Last dieselbe Leistung umzusetzen. Das ist das Erste, was hier störend ist. Und das Zweite ist, wir kriegen ebenfalls durch diesen oberschwingungsbehafteten Stromverlauf, kriegen wir Spannungsverzerrung im Netz, und zwar für benachbarte Verbraucher. Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir jetzt sagen, okay, hier wäre ja die eigentliche Netzspannung, dann wird die ja von irgendeiner entfernten Stelle hier geliefert. Ja, hier machen wir unsere Spannungsquelle rein, irgendwo dieser Ortsnetzverteiltransformator, aber tatsächlich die Zuleitungen stellen Impedanzen da, typischerweise angenommen ohmsch induktiv. Und wenn ich jetzt irgendwo anders einen Verbraucher anschließe, zum Beispiel hier an dieser Stelle einen Verbraucher anschließe, dann wird der Strom, der in dieser Netzzuleitung fließt, über diese Netzimpedanz hier einen Spannungsabfall erzeugen. UL ist gleich LD, IL nach DT, und damit wird die Spannung an diesem Verbraucher anders aussehen als die Spannung, die eigentlich unsere Netzspannungsquelle liefert. Und das versteht man unter Spannungsverzerrung letztlich. Das heißt, der Spannungsverlauf von Verbrauchern kann gestört werden tatsächlich. Wenn viele Schaltungen mit so kapazitiver Entlädung am Netz dran sind, kriegen wir eine Abflachung des Spannungsverlaufes in der Nähe des Scheitelwertes ist der Netzspannung, dann haben wir so eine Art trapezförmigen Netzspannungsverlauf, obwohl irgendwo tatsächlich ein sinusförmiger Verlauf wäre. Das heißt, um diese nachteiligen Eigenschaften in den Griff zu kriegen, setzt man eine sogenannte Leistungsfaktorkorrektur ein oder englisch Power Factor Correction, kurz PFC bezeichnet. Und das wollen wir uns jetzt angucken, welche Möglichkeiten es dort gibt. Tatsächlich, es gibt normative Vorschriften für gewisse Geräteklassen, die ans Niederspannungsnetz angeschlossen werden, für die gewisse Definitionen bezüglich des Verlaufes des Netzstromes festgelegt sind. Das ist zum Beispiel die DIN EN 61003-2, wo die Oberschwingungsanteile im Sinne der Fourier-Reihenentwicklung für den Netzstrom spezifiziert sind, wobei sich das unterschiedlich ist, je nachdem, was für einen Anwendungsfall man hat, das heißt, wie die Geräte eingesetzt oder benutzt werden. Wir wollen jetzt bloß die Grundgedanken hier beschreiben, wie man sowas erfüllen kann. Das heißt, tatsächlich das Ziel dieser Maßnahmen ist, dass wir die Stromoberschwingungen reduzieren.
Tatsächlich wollen wir aber hier irgendwo am Ausgang irgendwelche Gleichspannung haben und jetzt wollen wir uns angucken, wie das jetzt passieren kann. Das eigentliche Problem ist nämlich dieser impulsförmige Stromverlauf und das Entstehen der Oberschwingungen. Das hat zur Folge, dass der Leistungsfaktor niedriger ist und die Spannungsverzerrungen entstehen. Und wenn wir die reduzieren könnten bei trotzdem einer konstanten Spannung am Ausgang, hätten wir eine in Anführungszeichen netzfreundlichere Schaltung, ja? Geringere Verluste in der Netzzuleitung und keine Verzerrung der Netzspannung mehr. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, von denen wollen wir im Wesentlichen zwei betrachten. Das erste ist die sogenannte passive Leistungsfaktorkorrektur. Ich kürze das jetzt ab mit passive PFC. In diesem Fall bedeutet das, wir schalten eine Drossel-Induktivität in Serie zu unserem Gleichrichter. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir betrachten jetzt mal den Fall einer netzseitigen Drossel, wenn wir hier so ein Beispiel betrachten. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir haben hier unsere übliche Diodengleichrichterschaltung, das heißt zum Beispiel die W2-Schaltung mit vier Dioden. An deren Ausgang wird jetzt wieder ein Kondensator angeschlossen zur Spannungsglättung. Wir wollen ja eine Gleichspannung am Ausgang haben. Und parallel dazu natürlich die Last. Das heißt, die Ausgangsspannung ist wiederum die Spannung an diesem Lastwiderstand. Und der Unterschied ist jetzt, wenn wir diese passive Leistungsfaktorkorrektur realisieren, schalten wir eine PFC-Drossel im Sinne einer 50-Hertz-Drossel jetzt beispielsweise in die Netzzuleitung. Das heißt, wir schließen unseren Gleichrichter nicht direkt an das Netz an, sondern haben hier eine zusätzliche Induktivität, ja, PFC-Drossel oder PFC-Spule, die jetzt bei der 50 Hertz Netzfrequenz die Oberschwingungsanteile rausfiltern soll. Das heißt, diese Serieninduktivität hat jetzt die Aufgabe, wenn jetzt hier der Netzstrom durch sie fließt, soll die verhindern, dass jetzt diese großen Stromoberschwingungen, die entstehen, ins Netz reinfließen, sondern es soll ja ein besserer sinusförmiger Stromverlauf fließen. Das heißt, das kann man vielleicht so darstellen, ich mache mal hier rechts, wenn man die Zeitverläufe betrachtet. Wir haben auf der einen Seite unsere Netzspannung, die mache ich mal gestrichelt, wieder hier so sinusförmig, das sei die Netzspannung. Und dann hätten wir eigentlich ohne diese PFC-Drossel, hätten wir so ein diesen impulsförmigen Stromverlauf hier wieder, beziehungsweise wenn die PFC-Drossel gleich 0 ist. Und mit dieser Drossel wird jetzt Folgendes passieren: Wenn wir jetzt die Schaltung betreiben, wird jetzt hier der Stromflusswinkel vergrößert. Das heißt, wir kriegen natürlich weiterhin so ein Einschalten irgendwie, aber der Spitzenwert des Stromes wird sich reduzieren. Dafür fließt der Strom sozusagen länger und dadurch werden jetzt geringere Stromoberschwingungen entstehen. Das heißt, wir haben einen größeren Grundschwingungsanteil im Stromverlauf in der Netzzuleitung und kriegen aber reduzierte Stromoberschwingungen, wodurch wir an der Stelle einen besseren Leistungsfaktor kriegen. Das heißt, man kann sich das jetzt so vorstellen, diese Drossel filtert die Oberschwingungen heraus, indem sie wegen ihrer Impedanz Omega mal L für höhere Frequenzen sozusagen einen höheren Widerstand darstellt und deswegen nur bei gleicher Spannung geringere Stromanteile fließen können, erhöht den Stromflusswinkel, das heißt die Zeitdauer, in der ein Strom in unsere Last reinfließen kann, und wir kriegen deswegen einen besseren Leistungsfaktor, als wenn wir diese nicht haben. Aber ja, die Konsequenzen sind, wir haben jetzt eine Spannung UA, die lastabhängig wird. Das bedeutet, wenn jetzt hier ein niedriger Lastwiderstand zum Beispiel dran ist, werden wir einen größeren Strom in die Last rein haben. Ein größerer Laststrom bedingt aber auch einen größeren Strom in der Netzzuleitung und damit einen größeren Spannungsabfall über dieser Induktivität. Das heißt, je größer jetzt hier der Laststrom wird, desto größer wird der Spannungsabfall an der Induktivität werden und desto kleiner wird hier letztlich die Ausgangsspannung werden. Das heißt, hier mit abnehmendem Lastwiderstand wird die Spannung UA auch kleiner werden, wobei abnehmender Lastwiderstand bedeutet, dass hier die Leistung, die Ausgangsleistung zunimmt. Das ist sozusagen äquivalent dazu. Das ist der Nachteil, den wir dort haben. Der Vorteil ist, dass wir eine sehr einfache Lösung haben.
Das heißt, nur ein passives Bauelement in Serie schalten. Ich muss nichts an der eigentlichen Schaltung ändern. Das kann man sogar nachrüsten, wenn Sie irgendein Gerät haben oder so, das bereits mit diesem Diodenleichtrichter ausgestattet ist. Muss man eigentlich nur diese zusätzliche Induktivität in Serie schalten, die aber jetzt einiges wiegen kann und gewisse Kosten verursacht, aber zum Beispiel keine hochfrequenten Störungen erzeugt, wie die nächste Lösung, die wir betrachten werden. Das ist also die sogenannte passive PFC. Im Skript habe ich hier dazu ein Beispiel. Das heißt, hier ist jetzt die Induktivität an einer anderen Stelle drin. Das ist eine alternative Position. Das heißt, alternativ kann die auf der Gleichspannungsseite sein oder auf der Netzseite. Und hier ist bloß mal ein Beispiel dargestellt, wie sich das sozusagen verändert, wenn wir jetzt diese PFC-Drossel hier drin haben. Das heißt, hier blau ist der Verlauf ohne diese PFC-Drossel, rot ist der Verlauf mit 30 mH PFC-Drossel, in beiden Fällen für eine Ausgangsleistung von 1 Kilowatt. Achtung, das bedeutet, dass wir hier unterschiedliche Widerstände drin haben, weil tatsächlich die Spannung nämlich bei der Schaltung mit dieser PFC-Drossel niedriger sein wird. Und wenn man das dann vergleicht bei gleicher Leistungsaufnahme, sieht man hier den Verlauf dieses Quellstroms dargestellt ohne PFC-Drossel, ein starker Spitzenwert, so wie wir das hatten bei diesen gesamten Schaltungen mit kapazitiver Glättung. Wir kriegen hier einen Spitzenwert von 30 Ampere, einen Effektivwert des Stromes von 8,71 Ampere und einen Leistungsfaktor der Gesamtschaltung, der nur 0,5 beträgt. Das heißt, der Strom, der in der Zuleitung fließt, ist vom Effektivwert her doppelt so groß als der, der benötigt werden würde, um an diesen 230 Volt effektiv dieselbe Leistung an dem ohmschen Verbraucher umzusetzen. Mit dieser PFC-Induktivität, das heißt hier der rote Verlauf, kriegen wir jetzt hier eine Verlängerung des Stromflusswinkels. Da sehen wir diese Netzperiode, der Strom fließt länger. Der Spitzenwert reduziert sich um einen Faktor 3 von 30 Ampere auf knapp 10 Ampere. Das heißt, unsere Diode wird impulsmäßig auch geringer belastet. Der Effektivwert reduziert sich hier auch, der in der Netzzuleitung fließt, und entsprechend erhöht sich der Leistungsfaktor jetzt hier auf 0,74. Das heißt, wir haben jetzt nur noch in Anführungszeichen 25-26% Reduzierung gegenüber dem, was wir benötigen würden, wenn wir dieselbe Leistung bei einem ohmschen Verbraucher direkt am Netz umsetzen würden. Das heißt, wir haben einen deutlich reduzierten Effektivwert des Stromes in der Netzzuleitung. Dazu nochmal als Vergleich, diese Norm, die ich genannt hatte, die Grenzwerte in der EN 61003-2 sind hier mal dargestellt für diese beiden Fälle. Das heißt, wir sehen hier in dem dunkelgrauen, das sind die Werte, die wir haben ohne so eine PFC-Drossel. Mit dem hellgrauen sind die Werte mit dieser PFC-Drossel drin und schwarz sind die Grenzwerte, die in dieser Norm definiert sind. Tatsächlich hier haben wir nur bis zur 23. harmonischen, das spezifiziert in der Norm sind die, glaube ich, bis zur 39. harmonischen spezifiziert. Und man sieht jetzt, ohne diese PFC-Drossel werden sozusagen alle Grenzwerte gerissen. Mit der PFC-Drossel kann man das erreichen, mit diesen 30 mH, dass wir unterhalb aller Grenzwerte liegen. Das heißt, tatsächlich hier spezifiziert sind im Sinne der Fourier-Reihenentwicklung die Amplituden bzw. Effektivwerte, je nachdem wer uns haben will, der sinusförmigen Teilschwingung des Netzstromverlaufes. Und man kann also damit eine Lösung schaffen mit dieser passiven PFC auf sehr einfache Art und Weise, um diese Normen einzuhalten. Nichtsdestotrotz muss man sich bewusst sein, diese Drossel ist eine Filterdrossel für 50 bzw. 100 Hertz. Deswegen hat sie eine vergleichsweise große Baugröße und auch ein relativ hohes Gewicht. Ja, wir brauchen große Induktivitätswerte. 30 mH ist jetzt, wenn ein Strom effektiv von 6 Ampere durchfließt, nicht mehr irgendwie eine ganz kleine Induktivität, zusätzlich bei diesen hohen Spannungen. Das ist schon ein vergleichsweise großer Wert. Als zweite Möglichkeit haben wir dann die sogenannte aktive Leistungsfaktorkorrektur oder aktive PFC. Was ist dort der Grundgedanke? Dort haben wir einen DC-DC-Wandler, der den Netzstrom regelt. Das bisschen vereinfacht darstellen. Das heißt, mal auch hier ein Beispiel, wie das aussehen kann. Wir haben jetzt unseren eigentlichen Brückengleichrichter wieder. Dann nehmen wir wieder an, einphasiges Netz, 4 Dioden. Jetzt habe ich aber nicht direkt an den Ausgang des Brückengleichrichters meinen Kondensator angeschlossen, sondern zwischen dem Brückengleichrichter und meiner Last habe ich einen DC-DC-Wandler. Ja, das heißt, mal hier so, erstmal so einen Block
grob rein, das wäre DC-DC-Wandler. Der hat an seinem Ausgang jetzt einen Kondensator und wir haben jetzt hier dann die Last am Ausgang angeschlossen. Das heißt, tatsächlich habe ich jetzt hier die Ausgangsspannung als Spannung am Kondensator dieses DC-DC-Wandlers. Die Eingangsspannung wäre jetzt in diesem Fall die gleichgerichtete Netzspannung. Und die Netzspannung wird weiterhin vorne hier angeschlossen sein an dem Eingang des Brückengleichrichters. Und das Ziel ist jetzt, der DC-DC-Wandler muss in der Lage sein, durch Veränderung seiner Ansteuerung, seines Tastverhältnisses, den Netzstrom zu steuern. Das heißt, die Idee ist, wenn wir das spannungsmäßig darstellen, wenn wir die Netzspannung betrachten, dann ist diese ja weiterhin sinusförmig, dann soll der DC-DC-Wandler jetzt in der Lage sein, den Netzstrom proportional der Netzspannung nachzuführen, obwohl am Ausgang eine konstante Spannung entsteht. Das heißt, im Ausgang würden wir jetzt erwarten, hier UA ist gleich konstant. Das wäre so die grobe Idee. Das heißt, der DC-DC-Wandler wird hier jetzt nicht nur in Anführungszeichen zur Regelung einer Ausgangsspannung eingesetzt, sondern er soll gleichzeitig den Netzstrom steuern bzw. dessen Verlauf proportional der Netzspannung regeln. Das heißt, schreiben wir hier DC-DC-Wandler regelt Netzstromverlauf und zwar sinusförmig und gleichzeitig die Ausgangsspannung. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Dazu wollen wir gleich ein Beispiel betrachten. Das ist eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Es gibt dort unterschiedlichste Möglichkeiten, das zu realisieren. Die klassische Lösung am einphasigen Netz ist, dass man hier für diesen DC-DC-Wandler einen Hochsatzsteller einsetzt. Das wollen wir auch gleich betrachten. Der Vorteil, der jetzt hier sein wird, ist, der Leistungsfaktor Lambda wird ziemlich nahe an 1 reinkommen und UA wird in der Höhe regelbar sein. Im Gegensatz zu dieser passiven PFC, wo dann die Ausgangsspannung lastabhängig ist. Was wird ein Problem sein? Ein Problem neben höheren Kosten, ja, im Vergleich zum einfachen Brückengleichrichter, mit brauchen wir jetzt einen zusätzlichen DC-DC-Wandler, ist, dass wir hier hochfrequente Störströme bzw. Störspannung kriegen durch die Schaltvorgänge im DC-DC-Wandler. Das heißt, tatsächlich müsste man hier eine kleine Veränderung vornehmen. Man braucht nicht nur diesen DC-DC-Wandler, den man nach dem Brückengleichrichter schaltet, sondern wir müssten hier zusätzlich nochmal einen weiteren Block reinschalten. Ich bräuchte hier ein zusätzliches EMV-Filter, das dann die Störungen, die dieser DC-DC-Wandler erzeugt, rausfiltert, um jetzt zu verhindern, dass andere Verbraucher jetzt natürlich durch diese hochfrequenten Signale gestört werden.